ein paar Sentenzen, Denkeinheiten von Nietzsche. Die Moral ist die Wichtigtuerei des Menschen vor der Natur. So Leichtheit vom Natürlichen ist unterdrückt im Wichtigtuerischen vom Menschen, vom Geiste, welcher das Leichte vom Seelischen erschwert durch Wichtigtuerei. Wer auf hohe Berge steigt, lacht über alle tragischen Gebärden. Und hier noch was Gutes. Die seiende Welt ist eine Erdichtung. Es gibt nur eine werdende Welt. So könnte es sein. Aber setzt die Erdichtung nicht den Dichter als Seien voraus? Der Dichter ebenso, also der mechanisch denkende Wissenschaftler, der Mechanik das Natürliche ins Weltliche erdichtet hat. Vielleicht ist die erdichtete andere Welt erst eine Ursache davon, dass der Dichter sich für seiend hält und gegenüberstellt. Wenn das Wesentliche des Fühlens und Denkens ist, dass es Irrtümer, Realitäten in Anführungsstrichen, also die Realität als Irrtum einsieht, dass das Wesentliche des Fühlens und Denkens ist, dass es Irrtümer ansetzen muss. Es gibt Fühlen und Denken. Wie ist es aber in der Welt des Werdens nur möglich? Die negativen Eigenschaften, Oberflächlichkeit, Stumpfheit der Sinne, Langsamkeit des Geistes haben sich in positive Kräfte verwandelt. Das Böse ist auch hier der Ursprung des Guten. Wir heißen eine Eigenschaft an einem Tier böse und finden doch seine Existenzbedingungen darin. Für das Tier ist es sein Gutes, es ist gesund und stark darin, zum Zeichen dafür. Also, man nennt etwas gut und böse im Verhältnis zu uns, nicht zu sich. Das heißt, Grundlage von Gut und Böse ist egoistisch. Aber der Egoismus der Herde. Die Herde, die eben Führer braucht. Jedes Nützliche ist notwendig, auch ein Schädliches, im Verhältnis zu anderen Dingen. Ein guter Mensch, das ist eine Seite angesehen. Auf die Ferne beurteilt, ist es ein Herdenmensch, schwach und leicht zu täuschen und zugrunde zu richten. Auch geistig gehorsam, nicht schöpferisch. Also geistiger Gehorsam macht, dass schöpferische Seelenkraft erschöpft ist. Nämlich, dass Seele im Geiste eingekehrt hat, nach bestehenden Prinzipien gehorcht, wiederholend. Widerlich dem seelischen Wesen. Ja, soweit.